eine Sache, die uns dazu gebracht hat, diese Veranstaltung zu machen. Und zwar, wir haben festgestellt, also auf der einen Seite stellen wir fest, es gibt so viele Leute, die das Herz am rechten Fleck haben und so viel tun und so viel sich selbst aufarbeiten. Und gleichzeitig stellen wir fest, wo die Köpfe und die ganzen Worte hin eskaliert sind im letzten Jahr. Und wenn man sich anschaut, vor einem Jahr galt die AfD als gespalten und kurz vor ihrem Ende. Die Pegida-Bewegung war am Abflauen und jetzt ein Jahr später AfD mit 20% als zweitstärkste, mit über 20% als zweitstärkste Kraft in den Landtag eingezogen in Sachsen-Anhalt, auch in den Westlandtag Riesenergebnisse gefahren, überall zweistellig mit Abstand. Und da passiert irgendwas und die Frage, das ist eigentlich so ein bisschen die Frage, die ich mir und andere sich auch immer wieder stellen. Wie kann das eigentlich sein, dass das Herz so richtig schlägt und der Kopf und der Mund so einen Blödsinn oben rauslassen? Und das ist, ich glaube, da sind wir gerade am Anfang, diese Debatte zu führen. Ich glaube auch, dass da weitergehen müssten und auch das immer wieder mal aufgreifen, dass da nicht alles verloren ist, aber noch viel zu holen. Genau. Heute für das Abendpodium hat sich jetzt eine kleine Änderung aufgetan. Und zwar, der Erich Fenninger musste uns leider terminbedingt absagen. Dafür ist jetzt der Yamen Hussein, der für den Nachmittag vorgesehen war, der musste leider noch ins Krankenhaus mit einer Freundin, deswegen ist er zu spät gekommen. Deswegen spricht der jetzt noch. Anfangen wird, ich fange uns einfach mal an, da vorzustellen, Karim Ahmed, der den habe ich kennengelernt in der Messestadt Ost, wo wir als die ganzen Flüchtlinge ankamen, wurden in eine Messehalle alle reingesteckt und wir haben da eine Nachtschicht zusammen verbracht. Karim war als Übersetzer da, ich irgendwie als hilfloser Helfer und er hat angefangen, die Sachen ins Internet zu schreiben, hat einfach berichtet, was er übersetzt hat und da wird er heute ein paar Sachen daraus vortragen. Wir seine Erfahrungen als Übersetzer und ich glaube, das ist für alle, die helfen, immer ziemlich wichtig zu verstehen, den anderen Blick mal näher zu kennenzulernen. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr, dass er da ist. Dann den Christian Reidel, was er auch verbindet, war ja groß in den Medien und nicht umsonst haben die auch ein paar Preise gewonnen. Und deswegen auch dir vielen Dank, dass du da bist, weil ich glaube, diese Region hat gezeigt, also hat einfach auch der ganzen Welt gezeigt, dass es auch anders geht, dass man nicht nur Grenzen hochfahren muss, sondern sie auch mal abbauen kann. Und deswegen auch dir vielen Dank, dass du da bist in Vertretung für die Initiative und auch für die ganzen anderen Initiativen, die es hier vor Ort und in der Region gab und gibt. Dann Uche Akpulu vom Bayerischen Flüchtlingsrat, langjähriger Aktivist beim Bayerischen Flüchtlingsrat, der uns über den Bayerischen Flüchtlingsrat was sagen wird und auch über die Frage, wie kann man da sozusagen eine Vernetzung vorantreiben, wie kann man da sozusagen eine Organisation vorantreiben, was machen die und so weiter. Und dann habe ich noch die Alex Kuschnirowitsch, die ist aktiv beim Bündnis Aufstehen gegen Rassismus und startet gerade damit, sozusagen, dass wir eine ehrenamtliche Struktur schaffen, um sowas, wie wir gerade eben hatten als Workshop, dieses Stammtischkämpferinnen-Seminar, so hinzukriegen, dass man einerseits das machen kann und gleichzeitig auch in die Lage versetzt wird, so ein Seminar selbst anzubieten. Und das ist sozusagen eine der Konzeptionen in diesem ganzen Bündnis, wie man versucht, sozusagen in den ehrenamtlichen Kreis so eine Bildungsarbeit gegen Rassismus auf die Beine zu stellen. Und die wird auch erklären, wie man da mitmachen kann. Zuerst aber, also Karim habe ich gebeten, dass er immer sozusagen zwischen den Redebeiträgen immer mal so eine kürzere Geschichte macht, dass wir sozusagen da ein bisschen mehr Abwechslung haben. Deswegen übergebe ich gleich mal das Wort. Also vornherein möchte ich sagen, dass ich nicht gewohnt bin, vor Publikum zu lesen. Also von daher verzeiht mir, wenn es einfach ein bisschen holprig ist. Wie Max schon gesagt hat, also ich bin eigentlich gar nicht aus diesem, kurz zur Einleitung noch, ich hatte damit angefangen jetzt im September, habe vorher nie irgendwie was veröffentlicht oder so
und bin da auch eher langsam reingerutscht in das Ganze. Und eines der Gründe, weshalb, das ist ein Blog, den ich mittlerweile schreibe. Ich habe angefangen damit eigentlich gerade wegen Leuten wie Max. Also ich kann sagen, dass Max einer der Auslöser davon war, weil er eben neben mir saß, hat seine Arbeit gemacht, aber hat nicht viel verstanden. Also es ist wirklich so, wir waren zu viert, Max und noch zwei andere Helferinnen. Und ich bin dann jedes Mal, wenn mir jemand was erzählt hat, bin ich dann zurückgekommen und habe erzählt, was da los war. Und das hatte ich dann irgendwie so das Gefühl, dass für mich war es einfach, die Leute zu verstehen, warum die kommen, was sie für Schmerz haben. Und ich hatte so gesehen, dass an anderen Helfern vieles vorbeigegangen ist. Deshalb hatte ich angefangen, so ins Netz zu schreiben. Genau, ich habe dann immer so ein, das ist wie so ein Tagebuch. Ich habe jetzt das, was ich heute aufgeschrieben habe, so ein bisschen durcheinander. Also es ist jetzt nicht in der Reihenfolge, sondern mehr so Themen, habe ich versucht, so ein bisschen themengebunden das zu machen. Also der erste Teil ist aus Griechenland, ich war in Idomeni und von einem alten Mann, für den wir ein Zelt aufgebaut haben, weil dem Tag davor sehr starker Wind war und hunderte von Zelten kaputt gegangen sind. Wir sind um 10 Uhr losgezogen und haben bis um 2 Uhr nachts dann Zelte aufgebaut. Irgendwann gegen 1 Uhr nachts unterhielt ich mich mit einem älteren Mann. Er sah aus wie 65, war jedoch gerade mal 51 Jahre alt. Er war groß, sein Gesicht zerfurcht, hinkte auf dem rechten Bein und 4 seiner vorderen Zähne fehlten. Wo kommst du her? Aus Aleppo. Warum hast du Syrien verlassen? Syrien ist kein Land mehr zum Leben. Das, was ich dort erlebt habe, kann man nicht ertragen. Ich will ein Land, in dem ich in Frieden leben kann. Ich bin alt und wer weiß, was mir noch vom Leben bleibt. Ich will das, was mir bleibt, irgendwo verbringen, wo man das Leben respektiert. Ich lag in Syrien 3 Tage lang unter unserem Haus, nachdem es von russischen Bombern getroffen wurde. Warum tun sie das? Warum tun sie uns das an? Das war ein Wohnviertel. 3 Tage lang lag ich dort eingeklemmt und bewusstlos. Erst im Krankenhaus kam ich wieder zu mir. Ich zeigte auf sein Bein und fragte, kommt deine Verletzung am Bein von diesem Angriff? Nein, das war ein Scharfschütze. Er traf mich, während ich unterwegs war. Ich lag dort mitten auf der Straße. Niemand konnte mir helfen. Ich kroch 3 Stunden lang, um aus der Schusslinie zu kommen und mich selbst zu retten. Er schwieg und schaute ins Leere, als würde er das Erlebte in Gedanken erneut durchgehen und sagte dann, wir sind hergekommen in der Hoffnung auf ein sicheres Leben, mehr nicht. Jetzt sind wir hier gelandet. Findet eine Lösung für uns. Wir können weder weiter noch zurück. Wir leben hier wie Tiere. Wo sind die Menschenrechte? Wo ist die Menschlichkeit? Sagt Europa nicht immer, dass es für Menschlichkeit steht? Was ist mit uns? Bitte, Bruder, versucht etwas zu bewegen. Versuch deinen Freunden unsere Situation zu erklären und sie zu überzeugen, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren oder Sit-ins zu machen. Wir sind müde und verzweifelt. Bei Gott, was soll aus uns werden? Und warum all das? Weil wir in Würde leben wollten? Weil wir Reformen wollten? Mehr wollten wir am Anfang nicht. Den Menschen ging es anfangs nur um Arbeit und Gerechtigkeit. Über 1,5 Jahre blieben wir friedlich. Auch ich bin auf die Straße gegangen und habe für die Freiheit gesungen. Doch wir wurden niedergeknüppelt und unterdrückt. Daraufhin griffen dann einige zu den Waffen. Sie sahen keinen anderen Weg mehr. Sie konnten die Unterdrückung nicht mehr akzeptieren. Das ist, was ich an der Freien Syrischen Armee mag und respektiere. Sie haben das Hemd der Sklaverei von sich geworfen. Er sagt das und schaut mir in die Augen mit einem Blick voll Schmerz und Verzweiflung. Gibt es auch etwas, das du an der Freien Syrischen Armee nicht magst, frage ich. Er hebt den Blick, kneift die Augen etwas zusammen, überlegt kurz und sagt dann, einige haben eine fundamentalistische Einstellung und kontrollieren zum Beispiel, ob du betest und dass du nicht rauchst. Das mag ich nicht. Es sollte jeder frei in seinen Entscheidungen sein. Ich dachte bisher, dass die Freie Syrische Armee keinen religiösen Fokus hat. Die meisten nicht, aber auch dort gibt es verschiedene Gruppierungen und einige sind leider so. Inzwischen stand sein Zelt und es war mittlerweile fast 2 Uhr in der Früh. Ich verabschiedete mich und machte mich auf den Weg zurück in meine Unterkunft. Danke dir, Rest. Ich würde jetzt
als nächstes den Christian das Wort geben, sozusagen, was eure Erfahrungen waren, sozusagen mit den, also erstens mal mit den Menschen, mit den Behörden und eigentlich auch mit den, also welche, was für dann, was auch da für eine Bewegung auf die Beine gekommen ist. Ja, ich fange vielleicht noch ein bisschen früher an, nämlich wie ich selbst dazu gekommen bin. Ich bin zwar immer schon ein politisch interessierter Mensch gewesen und auch politisch aktiv, aber die Flüchtlingsthematik, die hatte ich eigentlich nie richtig auf dem Schirm. Und ich war im September vergangenen Jahres, war ich auf unserem Landesparteitag in der Nähe von München und habe über Twitter abends, da war dann schon Socializing, erfahren, dass in Dornach die Hütte brennt. Und bin dann aus einem Impuls, was auch immer, auf den Stuhl gestiegen und habe dann gesagt, Leute, da brennt die Hütte, wer geht mit? Dann die Hälfte des Parteitags hat die Hand gehoben und hat gesagt, zahlen. Und dann sind wir da hingegangen und das hat mich sehr nachhaltig geprägt, was ich da gesehen habe. Also das waren unglaubliche Bilder. Auch die verzweifelten Menschen, es war das pure Chaos dort. Und wir haben einfach die ganze Nacht und den halben Tag dann einfach auch noch geholfen. Das hat sich dann später dann dort eingespielt. Ich stehe immer noch in Kontakt mit denen. Und in Passau war es dann so, dass es auch im September noch eine Bürgerversammlung gab, die in den Rathaussaal dann verlegt wurde wegen des großen Antrags. Und dort hat sich dann das Kernteam von Passau Verbindet gegründet. Da waren auch einige Leute dabei, die bei Passau räumt auf, also ebenfalls nicht mit Flüchtlingen beschäftigt, Mitglieder des Kernteams waren. Und auch das Team selbst, das ist natürlich durchaus politisch, also auch zum Teil parteipolitisch engagiert, aber wir hatten alle dieses Thema bis dahin überhaupt nicht auf dem Schirm und wir sind auch sehr unterschiedlich gewesen. Es hat sich also sozusagen chaotisch gebildet, dieses Team. Extrem heterogen und insofern auch eine ziemlich gute Herausforderung für uns alle, weil wir haben dann später mit den Flüchtlingen zu tun gehabt, wir haben auch Diskussionen geführt, aber wenn man über Integration redet und ist in einer Gruppe, die extrem heterogen ist und hat dann an sich selbst den Anspruch, diese Arbeit gut zu leisten, dann impliziert es natürlich auch, dass man diese Integration erstmal in der eigenen Gruppe hinbekommt. Was teilweise eine sehr große Herausforderung war, wenn man chronisch übernächtigt ist, wenn man ständig überlastet ist, wenn man überhaupt nicht mehr weiß, wie man alles auf die Reihe kriegt, ein solches Team dann zusammenzubehalten, das ist eine Integrationsleistung, muss man sagen. Und die kann dann quasi nach außen strahlen. Aber jetzt dann zu dem, was wir da gesehen haben selbst. Als wir angefangen haben, haben wir am Anfang nur darüber geredet, wie können wir da ein bisschen helfen. Es wurde gesagt, wir machen da zwei Gruppen in der Bürgerversammlung. Die eine, die kümmert sich da um Spenden und die andere, die macht eine Facebook-Plattform, wo wir dann Informationen bereitstellen. Passau Verbindet war die Gruppe, die Facebook-Gruppe, die also nur Informationen bereitstellen wollte oder sollte für alle, die in dem Bereich interessiert sind. Und dann brach plötzlich wie ein, also man kann es nicht anders sagen von der Belastung, wie ein Tsunami brach dieses Ereignis über uns ein. Ich möchte nicht sagen die Menschen, sondern es war ein Ereignis, was uns komplett überrollt und überfordert hat. Wir hatten zudem auch noch mit Behörden zu tun, die die Dimension zum Teil ziemlich unterschätzt hatten. Dazu kam auch noch ein gewisses Inselbewusstsein. Bei der Bundespolizei war es am Anfang so, immer noch eine gewisse Attitüde, wir kriegen das selbst hin. Das war vollkommen klar. Wenn man sich mit anderen Leuten zusammenschließen muss, dann muss man mit denen kooperieren. Dass der Katastrophenfall ausgerufen wird in Passau, war politisch nicht gewünscht. Das ist diskutiert worden, es hätte sehr viele Dinge erleichtert. Dann hätten wir hier einen Krisenstab gehabt, den wir dann später informell gebildet haben, den es übrigens heute auch gibt und der auch arbeitet. Aber nach einigen Holprigkeiten muss man sagen, es gab eine denkwürdige Nacht, das war, wenn ich mich recht entsinne, die Nacht vom 4. auf den 5. Oktober, als zum ersten Mal die Dreiländerhalle aufgemacht wurde. Da waren wir bereits oben auf dem Gelände, nicht als Helfer, sondern als Beobachter. Das war uns bereits zugestanden worden, dass wir inspizieren und auch berichten, aber helfen war explizit nicht erwünscht bis zu diesem Zeitpunkt, das kam von oben, nicht von der Arbeitsebene, die das völlig anders gesehen hat. Und da gab es dann eben diese eine Nacht, wo ein Hundertschaftsführer gegen eine eindeutige Weisung von oben verstoßen hat, hat in ein Polizeitagebuch eintragen lassen, er lehnt die humanitäre Verantwortung ab.
Er lässt jetzt Helfer aufs Gelände und das Ganze hat er dann zu dem Zeitpunkt gemacht, wo er eine Weisung bekam mit übersetzt 2 bis 3 Beamten die Dreiländerhalle abzusichern. Also für Sicherheit und Ordnung in prognostizierten 1000 Flüchtlingen zu sorgen. Über die Essensversorgung war bei diesem Thema noch nicht geredet, sondern nur über die Sicherheit und Ordnung. Und das war der Zeitpunkt, wo der Damm gebrochen ist und wir dann also mit allen verfügbaren Mitteln reingegangen sind. Und seitdem hat die Zusammenarbeit auch ganz hervorragend funktioniert. Es gab natürlich dann interne Diskussionen, aber die Polizeiführung, die hat das dann in der Sache bestätigt. Wir konnten einen Jour fix einrichten, wo wir uns wöchentlich getroffen haben. Da saßen dann die jeweiligen Polizeidirektoren mit dabei, die Ärzte, Vertreter der Bundeswehr, ein Vertreter der Stadt Passau und für Passau verbindet saß und sitze ich mit drin und moderiere diese Runde auch. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Katastrophenstab wurde nicht gebildet und wir haben letztlich dann diese Aufgabe zum Teil übernommen. Wir haben teilweise sehr kleinteilig, aber auch im großen Rahmen die Organisation besprochen. Wir mussten uns in den ersten Wochen um alles kümmern, was über die Bereitstellung von Essenspaketen hinausging. Also wir reden hier von Babymilch, Windeln, Medikamenten, Pflastern. Also alles, was nicht unmittelbar Essen war, haben wir über Spenden besorgt. Über Spielsachen oder dergleichen, da haben wir dann viel später zu diskutieren angefangen, weil es ging erstmal um die absolut elementaren Grundbedürfnisse. Wir hatten ja pro Tag oben in den Dekra-Hallen bis zu knapp 10.000 Menschen am Tag zu versorgen, die auch nicht verweilt sind, sondern durchgelaufen sind. Was also auch bedeutete, aufgrund der Länge der Transporte waren die Leute teilweise ausgehungert und dehydriert, teilweise waren sie auch überversorgt. Auch das war völlig uneinheitlich, dieses Bild, was uns vor sehr, sehr große organisatorische Schwierigkeiten gestellt hat. Dann haben wir innerhalb von kurzer Zeit einen Helferpool von 1.500 Helfern aufgebaut, was es uns dann eben ermöglicht hat, über einen Zeitraum von mehreren Monaten hinweg 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag eine Dauerpräsenz zu gewährleisten, die die Flüchtlinge versorgt hat. Also wir haben bis in den März hinein die Flüchtlinge allein versorgt. Das heißt, also nicht mit den Materialien, die waren dann schon da, aber unsere Helfer haben die Essensversorgung gemacht. Das war auch kein böser Wille, insbesondere seitens der Bundespolizei, sondern sie konnte einfach nicht. Wir haben auch über interner gesprochen, nicht nur bei der Polizei, auch bei der Bundeswehr, was die Personaldecke anbetrifft. Es ging einfach nicht anders. Also man kann, muss ich ganz klar sagen, man kann hier keiner der Behörden einen bösen Willen vorwerfen. Auch gerade in der Haltung zu dem Thema habe ich bemerkenswerte Menschen kennengelernt. Gerade bei der Bundespolizei, da möchte ich bei der Landespolizei das nicht so uneingeschränkt sagen. Aber selbst diejenigen, die eine eher kritische Haltung haben zu den Flüchtlingen, die herkommen, die haben wirklich verinnerlicht gehabt, wir sind Bundespolizisten, wir haben einen Auftrag. Und zu unserem Auftrag, hier Menschen jetzt aufzunehmen, zu versorgen, nach Deutschland weiterzuverteilen, gehört auch, und das ist eine gesetzliche Vorgabe, dass wir sie menschenwürdig behandeln. Das war eine ganz klare Linie. Es gab auch entsprechende Disziplinarmaßnahmen in Einzelfällen. Und es waren wirklich sehr wenige Einzelfälle. Insofern kann man sich über diese Zusammenarbeit überhaupt nicht beklagen. Ganz im Gegenteil. Was die Flüchtlinge selbst anbetrifft, wir hatten natürlich damals relativ wenig Zeit, uns damit zu beschäftigen, was denn da so alles erzählt wird. Aber wenn man es da mitbekommen hat, also mit den vielen alleinreisenden Männlichen, wir haben da jetzt nicht Buch geführt, aber das war einfach vollkommener Quatsch, was da gesagt wurde. Auch was gewisse Vorurteile anbetrifft, das, was wir selber wahrgenommen haben, konnten wir uns einen sehr guten Eindruck verschaffen, wie denn da die Verteilung ist. Und da muss man sagen, das war genauso wie bei einer Durchschnittsbevölkerung eines beliebigen Landes. Auch 10% sind Deppen, Kriminelle und Arschlöcher, Entschuldigung. Und denen muss man dann auch entsprechend entgegentreten. Also wir hatten durchaus auch einzelne Fälle, wo jemand dann so offensiv und massiv simuliert hat und Arbeitsabläufe durcheinander brachte, andere, die rumgeschrien haben, ja hier, so wollen sie hier nicht bleiben, dann wollen sie ja wieder zurück nach Österreich, es ist ja überall besser als in Deutschland. An so einer Stelle konnte man natürlich dann durchaus auch wahrnehmbar vor anderen sagen, wenn es dein Wunsch ist, bitteschön. Das war eine Rücknahme eines Asylantrags, also auch das wurde rechtlich vollkommen korrekt und eingefädelt. Was mit denen ist, die nach Deutschland kommen und wie sie befragt werden, ist eine andere Geschichte.
Das möchte ich davon auch trennen. Auch das ist uns bewusst. Insgesamt haben wir dieses Problem, denke ich, auch nur deswegen bewältigen können, weil wir hatten einen gemeinsamen Nenner. Es ging uns nicht um die Frage, soll man hier Flüchtlingen helfen und wenn ja, wie und ist es jetzt gut oder ist es schlecht, sondern wir hatten schlicht und ergreifend ein organisatorisches Problem und dieses Problem, das musste gelöst werden und zwar auf eine menschenwürdige Weise und so haben wir es hingekriegt. Vielen Dank. Ich würde trotzdem jetzt sozusagen weitermachen und erstmal alle durch und dann gibt es sozusagen die Möglichkeit, auch Fragen und Beiträge zum Publikum. Deswegen, also würde ich jetzt nochmal Karin nochmal sozusagen so ein, wir springen so ein bisschen hin und her, damit ihr nicht euch nicht langweilig wird. Genau. Das ist witzig, weil ich war auch in Dornach und habe viel über Dornach geschrieben. Jetzt kommt, hat was für zu Dornach geschrieben. Also das, was ich jetzt erzähle, sind so aus verschiedenen Tagen Einzelbegegnungen, die ich in Dornach hatte mit Leuten, so manchmal auch ganz kurze, banale Sachen. In Dornach waren wir auch in der Zeit, also ich war dort eigentlich von Ende September bis jetzt vor kurzem ist Dornach geschlossen oder wurde geschlossen und ich war vor allen Dingen bis Ende des Jahres war ich sehr viel dort. Und da sind die Flüchtlinge angekommen und sind 2-3 Tage geblieben und weitergegangen. Viele kamen auch eben aus Passau dann. Das ist Tag 14, Begegnung 1. Ein Mann kommt mit seiner Frau auf mich zu. Sie fragen mich, wie lange sie hier noch bleiben werden und wohin man sie bringen wird. Ich sage ihnen, dass ich das nicht weiß und es ihnen auch niemand sagen kann, da es wahrscheinlich noch nicht mal diejenigen wissen, die es entscheiden müssen. Mehr als einen Tag oder zwei sollten sie in dieser Unterkunft jedoch nicht verbringen. Die Frau sagt zu mir, Bruder, bitte, ich möchte deine ehrliche Meinung. Wir wissen, dass du es nicht genau sagen kannst, aber sag uns, was du aus deiner Erfahrung heraus denkst. Uns sind noch 400 Euro übrig geblieben. Wir überlegen, ob wir damit irgendwo hingehen sollen, wo nicht so viele Menschen sind. Verstehst du, unser Ziel ist es, nicht so lange warten zu müssen. Wollt ihr in Deutschland bleiben, frage ich. Ja, wir denken schon. Das Wichtigste ist, dass unsere Kinder in die Schule gehen dürfen und etwas lernen. Sie dürfen hier doch in die Schule, oder? Wie alt sind sie denn? 8 und 10 Jahre alt. Natürlich dürfen sie hier in die Schule. In Deutschland gibt es sogar eine Schulpflicht. Das heißt, der Staat muss dafür sorgen, dass sie eingeschult werden. Vater und Mutter schauen sich erleichtert an. Von eurem Plan weiterzureisen würde ich euch dennoch abraten. Ruht euch lieber hier aus, wartet ab, wo ihr hingebracht werdet und entscheidet dann, ob ihr weiterreisen möchtet oder bleiben wollt. Wenn ihr hier in einen Zug einsteigt, dann wird euch das wahrscheinlich einen Großteil eures restlichen Geldes kosten. Außerdem ist nicht sicher, ob ihr dann ankommt. Es kann immer sein, dass ihr in eine Kontrolle geratet und dann wieder in eine Notunterkunft gebracht werdet. Beide schauen mich nachdenklich an. Der Mann nickt zustimmend und seine Frau sagt, wahrscheinlich hast du recht. Zweite Begegnung ist von Tag 11, in Dornach auch. Da musste ich leider dort übernachten, weil ich die letzte S-Bahn verpasst habe. Genau. Am Morgen nach ein paar Stunden Schlaf auf einem Feldbett der Bundeswehr half ich ein bisschen bei der Essensausgabe und machte mich schließlich auf den Weg nach Hause. Eine Gruppe von 5 syrischen Kurden schloss sich mir an. Sie wollten zum Hauptbahnhof. Dort half ich ihnen mit dem Ticketkauf für eine Weiterfahrt. Anfangs wollten sie noch zu einem Bekannten nach Düsseldorf fahren, entschieden sich dann aber später, nur bis Augsburg zu fahren, da sie dort auch jemanden kannten. Unterwegs kamen wir ins Gespräch. Wo kommt ihr her? Aus Kamischli. Wie lange wart ihr unterwegs? 12 Tage. Oh, das ist schnell. Schnell, sagst du? Wir haben in Bulgarien viel Zeit verloren. Viele haben 30 Tage gebracht. Was war in Bulgarien? Wir haben es 2-mal über Bulgarien versucht, jedoch mussten wir schließlich zurück in die Türkei und mit dem Schlauchboot nach Griechenland. Was ist in Bulgarien passiert? Wir wurden von der Polizei festgenommen und wieder zurück an die türkische Grenze gebracht. Sie haben mir mein Handy gestohlen. Wer hat dein Handy gestohlen? Die bulgarische Polizei. Sie schauten sich alle Handys an und warfen sie zur Seite. Ich hatte ein iPhone 5. Als er es sah, steckte er es ein. Einfach so? Ja, aber er wird nicht viel Freude damit haben, sagt er mit Genugtuung. Ich habe das iPhone mit meinem Fingerabdruck gesichert. Er kann es eigentlich gleich wegschmeißen.
Bevor wir uns am Hauptbahnhof verabschieden, kam einer der jungen Männer zu mir und fragte mich, wie sagt man Schwein auf Deutsch? Schwein? Warum willst du ausgerechnet dieses Wort wissen? Frage ich verwundert. Damit wir beim Essen kaufen sagen können, dass wir kein Schwein essen. Ah, jetzt verstehe ich. Es heißt Schwein. Er schaut mich mit ungläubigen Augen an und sagt, Schwein? Wie Schweinsteiger? Am Anfang verstand ich nicht, was er meinte. Dann musste ich jedoch lachen und sagte, ja, Schwein wie Schweinsteiger. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich würde jetzt gern sozusagen wieder zurück Richtung Syrien springen. Und damit habe ich vor kurzem kennengelernt, habe Kontakte spielen lassen, weil ich wollte jemanden kennenlernen, der irgendwo hier in der Gegend ist und der so aus der Syrien als Aktivist unterwegs ist und unterwegs war. Und ja, wir haben uns dann getroffen und ich glaube, der ist einfach ein perfektes Bild dafür, dass es mehr gibt in Syrien als Assad und ISIS. Sondern das wird er da wieder ein bisschen darüber berichten, was gibt es da eigentlich an Grassroots-Bewegungen in Syrien, weil das, glaube ich, das ist, was für uns immer das Interessanteste ist. Was machen Leute dort, die so sind wie wir? Und deswegen, schön, dass du da bist. Und er wird in Arabisch sprechen, weil es ihm leichter fällt. Er könnte es mal locker auf Deutsch. Ich kann sich mit ihm den ganzen Tag unterhalten im Prinzip. Aber genau, und Karim wird ein bisschen helfen, übersetzen. Dann war er halt. Ja. Am Anfang, ich verstehe ein bisschen Deutsch sprechen. Ja, ich bin Yamin Hussein, ich bin Journalist und Schriftsteller, Gedichter. Ich seit fast ein halbes Jahr wohne ich in München. Ich habe ein Stipendium von BEN-Zentrum, das Programm Reiter in Exile. Und ja, Syrien. Er möchte am Anfang über Syrien erzählen, wo die Revolution gestartet hat 2011. Syrien war wurde regiert von der Partei Baath, von der Baath-Partei seit 1963. 50 Jahre lang war das syrische Volk davon, oder wurde dem syrischen Volk verboten zu sprechen. Ihm war es verboten, politisch aktiv zu werden, also dem Volk. Ja, wir haben 1980 kam der Nizam via Qasf, eine der Stadt Syrien, und 1980 hat das Regime eine Stadt bombardiert und 40.000 Menschen getötet. Und es wurde auch einmal in ein syrisches Gefängnis, oder sind sie in ein syrisches Gefängnis gegangen und haben alle Insassen getötet, und es war das Gefängnis in Tadmor, also in Palmyra. Ja. من عام 1982 تم اعتقال جميع الناشطين السياسيين الإسلام 1982 تم اعتقال جميع الناشطين السياسيين الإسلاميين واليساريين والعلمانيين. 1982 wurden alle Aktivisten, also islamistische und oder islamische und linke und säkuläre Aktivisten ins Gefängnis geschmissen. Es wurde ein oligarchisches System aufgebaut, in dem eine Familie das Sagen hatte, alles in der Hand hat.
ممنوعين من الصحافة معنا صحف ثلاث صحف رسمية وتلفزيون واحد ضغط للتلفزيون مقرب للحكومة. Und es gibt gar keine freien Medien. Es gab drei Zeitungen, einen Sender vom Regime und einen anderen zusätzlichen Sender, der dem Regime sehr nahe steht. 50 سنة من الجفاف السياسي أو التصحر السياسي. 50 Jahre ernst. Politische Desertifizierung oder Desertifikation, also Austrocknung. Ja, und Schabsüre. Verwüstung, ja, genau. خلال هدول بين 2011 مع ظهور الثورات بالعالم العربي بدأ الشعب السوري بثورة. 2011, als in der arabischen Welt also die Aufstände, die Revolution anfing, war es. Ging es dann im 2011 in Syrien los? Das syrische Regime war darauf vorbereitet, weil eben vorher die Revolutionen schon in Tunesien und in Ägypten stattfanden und er damit gerechnet hat. تم اعتقال جميع الناشطين العلمانيين والإسلاميين المعتدلين في سوريا. Es wurden alle säkulären und auch moderate islamische Aktivisten eingesperrt. وتم إطلاق في شهر بعد شهرين من بداية الثورة تم إطلاق جميع السجناء الإسلاميين المتشددين. Und zwei Monate nach Anfang der Revolution wurden alle extremistischen Islamisten aus den Gefängnissen rausgelassen. Acht von den jetzt aktiven islamistischen Anführern in Syrien waren zu Beginn der Revolution, kurz vor Beginn der Revolution, in den Gefängnissen des Regimes. Und als Journalist hat er Quellen, die sagen, dass nachdem diese Anführer freigelassen wurden, wurde einem von diesen extremistischen Islamisten 300.000 Dollar an einen dieser Anführer gegeben. Ja, تم بالوقت نفسه اعتقال جميع الناشطين الجامعيين والعلمانيين أو الإسلاميين المعتدلين اللي كانوا عم يؤمنون بالنضال السلمي. Und es wurden alle Aktivisten, also säkuläre Aktivisten und moderate islamische Aktivisten, die so an den Universitäten aktiv waren, festgenommen. Und es wurden eine große Anzahl an wichtigen politischen oder auch sozialen Persönlichkeiten im Land ermordet. طبعا من اليوم الاول للثوره السوريه تم اقحام المدنيين من الطائفه التي ينتمي اليها الرئيس بقمع المظاهرات. Seit Anfang der Revolution wurde die zivile Bevölkerung durch die Angehörigen des Regimes verfolgt, also also er meint die Aleviten, also durch die Aleviten, also die ganzen, wie heißt es, Demos und so weiter wurden angegriffen und wurden auf die Leute wurde geschossen und überhaupt dann. Ja, تم تشكيل ميليشيات مناصرة للنظام هي ميليشيات تضم العلويين. Es wurde viele Milizen, die dem Regime nahestehen,
also nicht erstellt, sondern zu, ja, das entstanden Milizen, die dem Regime nahestehen und die eben meist aus dem alevitischen Kreis kamen, um eben auf diese protestierenden zu gehen. وقبل نظام بغتيا العدد من النشط السياسي العلويين المعارضين له. Und das Regime hat auch alevitische Oppositionelle ermordet, also Aleviten, die für gegen das Regime auch waren, wurden dann ermordet. Und es wurden eine große Anzahl von ihnen auch ins Gefängnis gebracht, eingesperrt. تم تصعيد العنف بشكل هائل صار المعدل اليوم يرتفع من 5 اشخاص قتلى من بدايه الثورة الى 200 شخص قتيل und die Anzahl der Opfer stieg stetig. Anfangs waren es nur 5 bis 6 Leute am Tag, die gestorben sind, und es kam dann bis zu 200 am Tag, also von Zivilisten her. Ja. ببداية بمنتصف 2012 تم ضخ مجموعة من المواد الفيلمية عبر 2012 منتصف 2012 تم ضخ عبر الميديا أو تسريب عبر الميديا لمشاهد لجنود سوريين عم يذبحوا مدنيين سوريين أو يعني كان النظام عم يصدر الخوف. Mitte 2012 erschienen sehr viele Videos, die auch in die Medien kamen oder in über Facebook, wo Armeeangehörige gezeigt wurden, die Zivilisten töten oder auch schlachten und so weiter, um eben in der Bevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten. Es wurden auch Videos veröffentlicht über Facebook und soziale Medien, wo die Milizenkinder töten. إضافة للقيام بعدد من المجازر على أساس طائفي مثل مجزرة تريمسة، دبير وحولي. Und es wurden mehrere Massaker in Städten verübt, wie in Tremse. Ja, Tremse und Hula. In Hula wurden 18 Kinder, die Kehle durchgeschnitten. Und wie Kinder nahe, kann man stehen in der Nizama, die auch von den Bälle alle halb erhielten. Und wir wussten als Aktivisten, dass das Regime zu einem ja, Bürgerkrieg treibt. Oder versucht, einen Bürgerkrieg anzuzetteln. Und wir versuchten als Aktivisten, die eben den friedlichen Weg einschlagen wollten, aus den verschiedenen Gruppierungen. ولكن كانت الجماعات الإسلامية عم تكبر والجماعات الإسلامية متشددة طبعاً عم تكبر وعم تتلقى دعم هائل وتحول فعلياً عم تحول الصراع أكثر إلى صراع مسلح. Aber es wurden die fundamentalistischen islamischen Gruppen wurden immer stärker im Vergleich zu den säkulären und moderat islamischen Bewegungen. Und vor allen Dingen um in den bewaffneten Widerstand zu treiben. Finde ich auch ein Beispiel, nach 150 Qatil in Frankreich, kann اليمين الفرنسي ارتفع معدل. Er sagt, nach 150 Toten in Frankreich, nach den Anschlägen, ist gibt ein Beispiel, ist das rechte Lager erstarkt. فنحن كان ببداية 2012 كان عندنا حوالي 100,000 قتيل بمشاهد جدا قاسية فكان عم يرتفع Und bei uns nach 100.000 Toten ist es auch logisch, dass und durch sehr dramatische Szenen, also wie gesagt, Töten von Kindern und so, ist eben auch das rechte Lager sehr erstarkt, also was oder rechte bzw. das islamisch fundamentalistische Lager erstarkt. حاولنا كصحفيين وكتاب نكتب هذا الموضوع بالصحافة الغربية تحديدا الأوروبية إنه
هذا الشعب اللي بيفقد الأمل وبتحول للعدمية إنه ما في حل عنده بيتجه للسلاح والتشدد. Wird gesagt, sie haben versucht als als Aktivisten in den europäischen Medien zu schreiben, dass eben ein Volk, das jede Hoffnung verliert, sich automatisch in Richtung bewaffneten Widerstand und Extremismus bewegt. كانت العمل الضربي أو الأثر الكبير للسوريين هو الهجوم الكيماوي بالغوطة الشرقية. Was das syrische Volk extrem belastet hat, war die der als das erste Mal chemische Waffen eingesetzt wurden. في الغوطة. In Ghouta. 1300 شخص قتلوا في ساعة معدودة. 1300 Menschen wurden in wenigen Stunden getötet. وكانت المشاهد عم توصلنا ونحن عم نشم أنا كنت بدمشق ونحن عم نشم رائحة الكيماوية. Gesagt, als die Bilder uns erreichten, war er in Damaskus und der Geruch dieser Gas, dieser chemischen Kampfmittel ist bis dorthin hat sie erreicht. Und da kämpfte dann. حوالي 5 أو 4 كيلومتر. Also der Angriff war in Ghouta und Ghouta ist ungefähr 5 oder 4 Kilometer von Damaskus entfernt. Und bis dahin ist der Geruch gekommen. حاول أحد أصدقائنا وهو طبيب يعمل في دمشق حاول سرقة من المشفى الحكومي بعض الأدوية المضادة للهجومات الكيميائية وتم اعتقاله لمدة 4 شهور. Ein Freund von ihm, ein Arzt in einem Krankenhaus vom Regime, wollte Medikamente oder gegen diese chemischen Wirkstoffe klauen, um dort Leute zu behandeln. Er wurde festgenommen und 4 Monate lang eingesperrt. Und obwohl er Alevite ist, also er gehörte auch der gleichen, wie sagt man, Religionsgruppe an. بعد هجوم الكيماوي توقعنا أن دول العالم تسقط الأسد أو تأخذ قرار بإسقاط الأسد ولكن اكتفوا بسحب السلاح الكيماوي وتركوا له القدرة على استخدام أسلحة أخرى. Sie hatten erwartet, dass nachdem das Regime diese chemischen Waffen angewandt hat, dass er eben von der Weltgemeinschaft gestürzt wird, aber es wurde nur ihm diese Waffen weggenommen und man hat ihm die Möglichkeit gelassen, mit konventionellen Waffen weiter das Volk zu bekämpfen. Luftangriff oder? Also Luftangriff. Auch andere Chemiewaffen, das ist Chloridwaffen und die Regierung hat das, diese Waffen benutzt im Homs, 15 Mal Chloridgase benutzen gegen die Zivilisten und Zivilbevölkerung. Ja. بعد سنوات كان الشعب عم يفقد الأمل بأي قدرة على تغيير النظام بمدعوم من روسيا وإيران وحزب الله. Jahre danach hat das Volk die Hoffnung verloren, etwas gegen das Regime machen zu können, weil auch noch Russland, Iran und Hezbollah aus dem Libanon dort das Regime unterstützt hat. Und auch noch die schiitischen Milizen aus dem Irak, die eingegriffen haben in den Krieg zugunsten vom Regime. وزيادة قوة داعش التي سيطرت على عدة مدن بطريقة في أقرب للشو التلفزيوني لأن النظام سلم الإساءة من هذه المدن. Und das Erstarken vom IS, dessen Erstarken eigentlich eine Art Fernsehshow war, weil das Regime diesen Extremisten viele Städte einfach abgegeben hat. مدينة تدمر سقطت بساعتين. تدمر, also das ist Palmyra, wurde in 2 Stunden ist es in die Hand vom IS gefallen. وتم ترك أسلحة بما فيها أسلحة بعضها
Und es wurden in dieser Stadt, als das Regime sich zurückgezogen hat, hatten sie eine große Menge an Waffen hinterlassen, unter anderem auch chemische Waffen. Auch gab es viele, eine große Zahl von Ölraffinerien, die das Regime dem IS überlassen hat, aber gleichzeitig mit dem IS Abkommen abgeschlossen hat. Also das Regime ist der größte Kunde vom IS in Bezug auf Öl. Also der kauft die größte Anzahl oder die größte Menge Öl vom IS. طبعا روسيا بهذا الوقت كانت عم تدخل عسكريا على سوريا وتبني او تاخذ مطارات. Russland hat angefangen in Syrien Stützpunkte zu bauen. وقصفت المعارضه المخالفه وقصفت المعارضه المعتدله والمدنيين بإدلب وهي مناطق ابدا ما فيها داعش. Und hat angefangen, Russland hat angefangen, die moderate bewaffnete Opposition und die Zivilisten in Idlib zu bombardieren, obwohl in Idlib absolut keine Präsenz von IS ist. Vor zwei Monaten davor in Marat Namen und Kafr Nebel gab es Demonstrationen gegen Al-Nusra, also gegen Jabhat al-Nusra oder der Al-Qaida nahe sind, gab es Demos gegen die. وقامت روسيا بنفس الوقت بقصف هذه المظاهرات. Und Russland hat in der gleichen Zeit, wo diese Demos gegen diese Gruppierung waren, hat Russland die Zivilisten in diesen Städten bombardiert. وعلى القنوات الإعلام النظام كان الخبر إنه قصف مقرات لداعش. Und auf den Sendern des Regimes lief die Info, dass in Idlib Positionen vom IS bombardiert wurden. Er sagt, in Syrien gibt es Gruppierungen, die diese islamistischen Parteien oder die extremistischen Parteien bekämpft, von unter den moderaten Gruppierungen. Und diese Moderaten werden aber gleichzeitig von Russland und vom Regime bekämpft. Bis jetzt gab es keine einzigen großen Auseinandersetzungen zwischen dem Regime und dem IS. باستثناء بالميرا außer Palmyra والتي كانت أشبه بالنسبة لنا كسوريين أشبه بالشو. Der sagt außer in Palmyra, was für uns Syrer eher eine Art Show war. بهذا الوقت مع فقد الناس للأمل بدأت بأكثر باللجوء خارج سوريا. Als die Menschen immer mehr die Hoffnung verloren, haben sie in größeren Anzahlen angefangen, Syrien zu verlassen. والسبب ليس فقط الحرب انما فقدان الامل باي بمد للدعم من اوروبا لاسقاط نظام الاسد. Es war nicht nur der Grund war nicht nur dass sie die Hoffnung auf das Ende des Krieges verloren haben, sondern auch dass sie die Hoffnung verloren haben, Unterstützung vom Westen bzw. von Europa zu bekommen, um vom BIS Regime loszuwerden. بالتأكيد نحن يعني انا كصحفي وكناشط سوري اعتقد انه هذه الكميات من قصف روسيا للمناطق المدنيه هو بقصد تهجير عدد كبير من السوريين للضغط على اوروبا.
und er glaubt, dass Russland diese Städte bombardiert, beziehungsweise Zivilisten bombardiert, damit viele Menschen Syrien verlassen, um Druck auf Europa auszuüben. ولا اتوقع انه الحل بيكون بالصمت عن نظام الاسد لانه مزيد من الصمت يعني ويوم اخر من العنف يعني اكثر جهاديين واكثر اوخلاج und er sagt ich glaube nicht dass die Lösung ist zu schweigen gegenüber dem Regime also von der Weltgemeinschaft oder von Europa weil jeder Tag der vergeht stärkt die extremistischen Gruppierungen und auch bedeutet auch mehr Flüchtlinge. Oh, also يوم آخر يعني أيضا أن البلدان القريبة من سوريا أيضا مهددة بحروب أهلية وبالتالي مزيد من اللاجئين من بلاد تانية في أوروبا. Und er sagt, ein weiteres Problem ist, dass die Länder, die um Syrien herum sind, je länger das Ganze dauert, desto eher sind sie bedroht, eben auch, dass bei ihnen auch Probleme auftreten und dann bedeutet das noch mehr Flüchtlinge. No. 6 Millionen sind Flüchtlinge gibt es innerhalb von Syrien. يريدون البقاء ويريدون المقاومة ضد النظام وضد داعش أو باقي الجهات الإسلامية المتشددة. Die sich gegen das Regime und auch gegen die islamistischen oder extremistisch-islamistischen Gruppierungen wehren wollen. هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى دعم. Diese Leute brauchen Unterstützung. مش بس الدعم هو المصاري أو السلاح هو أيضا عدم التعاون مع قضية اللاجئين وكأنها قضية هوية أنه اللاجئ هويته لاجئ. Und das bedeutet nicht nur mit Waffen oder so, sondern auch nicht, dass man den Menschen, die hierher kommen, nicht unbedingt als Flüchtling ansieht oder sie nur als Leute, die jetzt auf der Flucht sind. أيضا يعني عدم اعتبار اللاجئ كهوية من التكتيك. أيضا التضامن وليس التعاطف فقط التعاطف بمعنى أنهم مساكين إنما هذا اللاجئين أصحاب قضية أصحاب. Er sagt also nicht die Leute die herkommen als Flüchtling zu behandeln dem man Essen und Anziehsachen geben muss sondern als Menschen die ein Problem in ihrem Land haben das gelöst werden muss. Ja, طبعا مش قادر أنا أعرف كل اللاجئين هون واللاجئين ليسوا أيضا من هويات واحدة يعني وليسوا من ثقافة واحدة أيضا بسوريا نحن عندنا ثقافات مختلفة ومتعددة. Er sagt, ich kann auch nicht, ich kenne auch nicht alle Leute, die herkommen oder alle Flüchtlinge, die herkommen, weil es gibt auch in Syrien sehr unterschiedliche Mentalitäten und sehr unterschiedliche Denkweisen. بالتالي لازم ايضا التعامل مع قضية اللاجئين بمزيد من التشاور بين الألمان والسوريين بشكل عام او مع اللاجئين لوجود افضل طريقة للاندماج او للاندماج ومثل مشاكل المستقبل. Er sagt, dass man um Probleme in Deutschland lösen zu können, also was jetzt die bezieht sich jetzt auf die ich sag mal, die ich sage mal, Flüchtlingskrise, auch wenn das Wort vielleicht ein bisschen komisch ist, dass man, um die zu bewältigen, dass man auch mit den Flüchtlingen zusammenarbeiten soll, mit den Syrern zusammenarbeiten soll. Ja. Sie nicht als eine Masse, homogene Masse betrachtet. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich würde jetzt Uche, ob ich dir gleich das Wort übergeben kann. Du hast irgendwie, kannst du rummachen und dann? Danke. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich würde
Anfang eine kurze Vorstellung von der Bayerischen Flüchtlingswerk machen. Ich heiße Uti Akulu, ich bin Mitarbeiter der Bayerischen Flüchtlingswerk. Der Bayerische Flüchtlingswerk wurde 1986 gegründet als unabhängiger und überregionaler Dachverband von Menschen, Menschen und Initiativen, die festgestellt hatten, dass Flüchtlinge eigentlich eine Gruppe von Menschen in Deutschland sind, die kein Lobby haben. Und die wollten das ändern. Das heißt, wir haben eigentlich dieses Jahr 30 Jahre Jubiläum. Wir verstehen uns als eine Menschenrechtsorganisation, der für die Rechte von Flüchtlingen und Migranten kämpft. Wir sind vielleicht die letzte bayernweit arbeitende unabhängige Einrichtung der Flüchtlingssolidarität. Und unsere Philosophie ist, dass Menschenrechte soll eigentlich Vorrang haben vor einer Politik der Flüchtlingsabwehr. Und für uns heißt das konkret, dass für alle Flüchtlinge, die in Deutschland leben, müssen ein echtes oder beziehungsweise ein wahres Aufenthaltsrecht haben. Für uns bedeutet das keine Abschiebungen und keine Flüchtlingslager. Das heißt eigentlich gleiche Recht für alle. Das ist für uns, oder so verstehen wir uns, unsere Arbeit und unsere Aufgabe. Wir haben verschiedene Arbeitsbereiche. Wir machen viel Einzelfallberatung, weil es ist so, dass die meisten Flüchtlinge konnten keine Anwalt oder Anwältin leisten. Und deswegen, wir machen eigentlich keine reine Rechtsberatung, einfach nur so Beratung bezüglich aufenthaltsrechtliche Fragen. Ja. Und häufig dann verweisen wir dann die Flüchtlinge auf die entsprechenden Stellen oder Einrichtungen. Wir machen viel Einzelfallhilfe, um Flüchtlinge bei den Asylverfahren manchmal zu begleiten. Und wir machen auch zum Beispiel die Rechtshilfefonds, der von Pro Asyl. Da machen wir zum Beispiel Pro Asyl hat ein Rechtshilfefonds, was die verschiedenen Länder Flüchtlingsräte quasi verwalten. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt eine Rechtshilfe von Pro Asyl braucht, muss dieser Antrag dann über den Bayerischen Flüchtlingsrat zum Beispiel vor Bayern, wenn der Flüchtling in Bayern ist. Und das heißt, wir machen dann die Empfehlung an Pro Asyl, zum Beispiel die Rechtshilfe für diesen Fall oder so zu übernehmen. Wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit, zum Beispiel zu aktuellen asylpolitischen Themen geben wir immer Pressemitteilungen aus. Und dazu haben wir auch ein Zeitschrift, ein Vierteljahresheft, der Hinterlandmagazin. Wir geben auch Flyers heraus, zum Beispiel Flüchtlinge sind an allem schuld. Ich denke, mein Kollege, die Corinna, hat schon einige schon mitgebracht draußen. Und wir machen viel Lobbyarbeit, um die Lebenssituation von Flüchtlingen zu verbessern, weil das Problem eigentlich liegt ja vor allem bei der Politik. Ja? Und wir versuchen irgendwie die Politik zu beeinflussen, indem wir Aufmerksamkeit auf die Lebenssituation von Flüchtlingen machen.
Wir machen auch viele Kampagnenarbeit. Es gibt einige Kampagnen, wo der Flüchtlingsrat Träger ist oder auch mit anderen Organisationen mitarbeiten. Zum Beispiel Save Me Kampagne. Wir machen haben auch je nach wann wie die politische Lage ist, zum Beispiel Afghanistan. Jetzt versucht das Bundesregierung Flüchtlinge aus Afghanistan einfach abzuschieben unter dem Vorwand, dass Afghanistan ein sicherer, es gibt eigentlich kein Problem in Afghanistan zum Beispiel. Und deswegen versuchen wir zum Beispiel solche Afghanistan-Kampagnen anzustoßen bzw. anzuschließen, um Aufmerksamkeit auf die Situation zu machen und auch diese solche Situationen zu skandalisieren. Wir hatten auch zum Beispiel in der Vergangenheit Irak-Kampagnen gemacht, was hat auch dann dazu geführt, dass viele Abschiebungen nach Irak verhindert wurden. Und solche Sachen, wir machen auch viele Vorträge, wir sind viel unterwegs, überall, um über die Situation von Flüchtlingen Aufmerksamkeit zu machen durch Vorträge. Es gibt bei uns sehr viele Anfragen für Vorträge, sei es von ehrenamtlichen Gruppierungen, von Behörden, von Schulen, von anderen interessierten Organisationen oder Gruppen, um die Flüchtlingsthematik ein bisschen voranzutreiben. Wir haben auch bei uns verschiedene Projekte. Und ich werde nicht so viel von diesem, einfach als Beispiel nur zwei von diesen Projekten einfach reden, weil das sind so klassische Beispiele von der Arbeit, was wir in der Flüchtlingsrat machen. Zum Beispiel das Projekt Bleib in Bayern. Und bei diesem Projekt geht es um die Bildungs- und Arbeitsmarktzugang von Flüchtlingen in Bayern zu verbessern. Irgendwie vor allem auf die ländlichen Gegenden. Und das ist ein Projekt, was von dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Sozialfonds kofinanziert ist. Und eine Besonderheit bei diesem Projekt, es gibt in ganz Deutschland Projekte, die sich Bleiberechtsprojekte nennen, ja, die auch mit dieser Mieter finanziert sind. Aber in Bayern hat diese Besonderheit, dass in Bayern, in jedem Bundesland gibt es Netzwerke von Projekten, die in diese Bleiberechtsnetzwerke arbeiten. Aber in Bayern gibt es zwei Netzwerke. Und der Flüchtlingsrat hat die Besonderheit, in beide Netzwerke mitzuarbeiten. Es gibt ein ostbayerisches Netzwerk Flüchtlinge in Beruf und Ausbildung und ein westbayerisches Netzwerk. Die ostbayerische Netzwerk wird von der Stadt München, der Amt für Wohnen und Migration, koordiniert und der westbayerische Netzwerk von Tour an Tour in Augsburg. Und ich wollte nur einfach zeigen, dass wir in diese beiden Netzwerke verankert sind. Bei diesem Bleib in Bayern Projekt machen wir viele Beratungen zu Arbeits- und Bildungsmarktzugang. Ja, irgendwelche Fragen, was die Arbeits- und Bildungsmarktzugang für Flüchtlinge betrifft. Zum Beispiel, wir geben auch Informationen zu rechtlichen Fragen. Alles, was mit Bildung und Arbeitsmarktzugang zu tun ist. Wir auch in dem Projekt machen wir viele Schulungen, vor allem Behörden. Wir hatten schon seit zwei Jahren jetzt viele Schulungen sogar von der Arbeitsagentur gemacht in ganz Bayern. Zum Beispiel zu was Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge. Es ist so, die Arbeitsagentur, die haben am meisten keine Ahnung, was der Flüchtlinge anbetrifft. Aufgrund von der aufenthaltsrechtlichen Situation von Flüchtlingen zum Beispiel. Und
Das wurde festgestellt und aufgrund dessen hatten wir diese Kooperation angefangen, wo wir dann im Rahmen von diesem Bleib in Bayern Projekt Schulungen für die Mitarbeiter von der Arbeitsagentur gemacht, um einfach zu zeigen, dass die auch zuständig sind, ja, für die, zum Beispiel für Beratung für Flüchtlinge, um Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Und wir vermitteln auch Flüchtlinge an anderweitige Einrichtungen. Ein anderes Projekt, was ich erwähnen möchte, ist das Projekt vor Ort. Und bei diesem Projekt geht es um die Unterstützung und Beratung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit, vor allem auch in den ländlichen Gegenden in Bayern. Und unter diesem Projekt vor Ort bieten wir Beratungen, Informationen, Vorträge und auch Schulungen und Vernetzung vor allem. Dieses Projekt ist von der Robert-Bosch-Stiftung finanziert. Und zum Beispiel aktuell gibt es 2 Vernetzungstreffen am 2. Juli in Regensburg und am 16. Juli in Augsburg, was ganz aktuell ist. Vernetzungstreffen für Leute, die ehrenamtlich unterwegs sind, die in der Flüchtlingsarbeit sind, zum Beispiel. Wie gesagt, der Bayerische Flüchtlingsrat ist unabhängig. Das heißt, es wird grundsätzlich von einem Förderverein finanziert. Es gibt einen Förderverein, Bayerischer Flüchtlingsrat. Und das heißt, wir haben dann Fördermitglieder in diesem Verein. Wir haben aktuell so um die 750 Mitglieder. Wir streben ganz aktiv an, eine Mitgliederzahl von 1.000 zu kriegen, ja, hoffentlich bis Ende dieses Jahres. Und das wäre dann auch ein Appell an euch, ja, die, einfach bei uns der dann vor der Mitglieder zu wählen. Ja, wie gesagt, Hinterlandmagazin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein 4. Jahresheft, was wir versuchen, 4-mal im Jahr rauszugeben, was die Flüchtlingsthematik betrifft. Einer von unseren Forderungen ist die Abschaffung von der Flüchtlingslager. Ich habe hier einfach nur diese schönen Bilder hier gestellt, damit man sieht, warum das uns ärgert, der Flüchtlingslager. Ich werde das jetzt nicht so viel kommentieren. Das ist zum Beispiel in Bayern. Insbesondere in Bayern beharrt man auf diese Flüchtlingslager. In vielen Bundesländern gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass Flüchtlinge so bald oder so früh wie möglich in die Privatwohnungen unterkommen. Aber zum Beispiel Bayern hat das auch gesetzlich verankert, ja, diese Unterbringung im Flüchtlingslager, zum Beispiel in der Aufnahmegesetz, wo darin festgeht, dass Flüchtlinge eigentlich im Flüchtlingslager bleiben müssen. Es gibt zum Beispiel auf der Bundesebene die Asylbewerberleistungsgesetz. Es gibt Bundesgesetzgebung und Ländergesetzgebung. Zum Beispiel die Aufnahmegesetz ist überflüssig. Man braucht das eigentlich nicht, weil alles, was mit Unterbringung von Flüchtlingen, was die Unterbringung von Flüchtlingen betrifft, ist schon eigentlich in die Bundesgesetzgebung geregelt. Aber zum Beispiel Bayern hat sowas und deswegen, auch wenn in Bayern ein Flüchtling seinen Lebensunterhalt bestreitet, muss er trotzdem weiterhin in ein Flüchtlingslager. Das wollte ich einfach nur so erwähnen. Wir machen dann, ein Teil von unserer Arbeit ist, viele Aktionen und Kampagnen zu machen. Zum Beispiel, wir hatten 2009 einen Kostenvergleich erstellt, wo wir
festgestellt haben, dass eigentlich die Unterbringung von Flüchtlingen in Flüchtlingslagern viel teurer ist, als diese Flüchtlinge in privat zu unterzubringen, zum Beispiel. Ja. Das ist auch ein Teil von der Arbeit, was wir machen. Wir haben auch viele Aktionen, Kampagnen in der letzten Zeit. Ich habe hier so einfach nur eine Auswahl, was wir alles machen. Zum Beispiel 2006. Das war eigentlich einer meiner ersten Begegnungen mit der Bayerischen Flüchtlingsrat, International Refugee Human Rights Tour. Manche von diesen Aktionen sind auch teilweise lustige Aktionen. Und wir hatten dann 2007 Refugee Rights Conference und 2009 Lagerschlussverkauf mit Demos in München und Würzburg. Und es gibt 2012 bayernweites Aktionswochen und so weiter. Zum Beispiel 2009 hatten wir Lagerinventur. Wir sind dann einfach durch Bayern gezogen, um irgendwie eine Bestandaufnahme von den Flüchtlingslagern in Bayern zu machen. Das hatten wir 2014 wiederholt, zum zweiten Mal. Und es gab dann auch inzwischen auch ein paar lustige Aktionen. Zum Beispiel, wir hatten mal dann diese Bayern suchten super Lager, so eine Aktion. Und wir hatten auch dann 2010 ein schmutziger Donnerstag-Tor, ja, wo wir jeden Donnerstag irgendwo manchmal nach Niederbayern in ein Flüchtlingslager gegangen, um einfach um öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen, ja, auf diese Lagerunterbringung in Bayern. Genau. Wie gesagt, unsere Forderung ist die Abschaffung von Flüchtlingslagern, Abschaffung von Abschiebungen und zum Beispiel Abschaffung von Sonderlagern. Bayern beharrt immer noch auf diese Lager. Es gibt jetzt Sonderlager zum Beispiel in München und in Bamberg, ja, wo Flüchtlinge aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten untergebracht werden sollen, damit die Asylverfahren so beschleunigt abgefertigt werden können und abgeschoben werden können. Wir fordern eigentlich ein menschenwürdiges Asylpolitik in Bayern. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Mario, kannst du noch einen? Ich hatte noch zwei Fragen. Was ich jetzt vorlese, ist aus ziemlich am Anfang, Tag 4, war noch Messe statt. Da war ich nachts bis 6 Uhr in der Früh und habe, ich glaube, 3 Stunden lang mit einem Syrer gesessen. Der hat mir seine Flucht aus dem Yarmouk-Lager erzählt. Er ist palästinensischer Flüchtling in Syrien gewesen. Und genau, wir saßen da bis um 6 Uhr in der Früh. Und ich habe jetzt einen Teil von dieser Geschichte hier, hier rausgesucht. Also Ahmed, sein Name ist Ahmed. Ahmed flüchtete aus dem Yarmouk-Lager mit seiner Familie. Um es bis zur türkischen Grenze zu schaffen, passierten sie mehrere Straßensperren, bis sie an einer Straßensperre des IS angelangten. Er erzählt jetzt. Ein langhaariger IS-Kämpfer holte mich aus dem Bus. War es ein ausländischer IS-Kämpfer, frage ich. Nein, es war ein Syrer. 3 Viertel im IS sind Landsmänner. Die Ausländer sind an den Grenzen stationiert. Der IS-Mann sagte, wir gehen zum Emir, das heißt zum Truppenanführer. Es war stockdunkel, ich sah meine Hand vor meinen Augen nicht. Wir kamen an einem Gebäude an und ein Riese von einem Mann stand auf. Es war der Emir. Der IS-Kämpfer erklärte ihm, dass ich Palästinenser aus dem Yarmouk-Lager bin. Der Emir schaute mich an und sagte nur, erschieß ihn und schaff ihn weg. Der IS-Kämpfer brachte mich in einen kleinen Raum und befahl mir, mich hinzuhocken. Als ich kniete, konnte ich den Geruch von frischem Blut riechen. Ich fragte mich, ob sie hier vor kurzem jemanden getötet haben. Mir war Angst und Bange. Dann zog der Mann ein riesiges Jagdmesser, stellte sich hinter mich
und klopfte mir mit dem Messer auf die Schulter und sagte, was ist dir lieber, das Messer oder eine Kugel? Kannst du dir das vorstellen? Er fragte mich, wie ich sterben will, was mir lieber wäre. Ich fing an, meine Gebete zu sprechen. Weißt du, man sagt, wenn du sterben wirst, dann siehst du dein Leben als Film vor deinen Augen. Ich habe das gesehen. Doch dann stieg meine Mutter aus dem Bus. Sie ging auf den Emir zu und sagte ihm, ich habe meine Familie, meine Söhne zusammengesammelt und bin nicht vor dem mordenden Regime geflohen, damit du sie hier tötest. Lass uns weiterziehen, bei Allah. Dann kam der Busfahrer dazu und sie redeten auf den Emir ein. Hinter mir lud der IS-Mann seine Waffe und setzte sie mir an den Kopf. Doch dann rief der Emir, bring ihn her. Ich stand auf und durfte wieder in den Bus einsteigen. Und wir fuhren weiter Richtung Türkei. Ahmed zündete sich eine weitere Zigarette an und fuhr fort. Weißt du, als wir in der Türkei angekommen waren, habe ich eine Woche lang nicht geschlafen. Es ging mir nicht um mich. Hätte ich meine Familie in Sicherheit gewusst, wäre es mir einfacher gefallen, den Tod zu akzeptieren. Aber ich dachte mir, dass sie nach mir meinen Bruder umbringen. Und dann musste ich dran denken, was mit den Frauen passieren würde. Weißt du, sie erklären eine Frau zur Sklavin und machen mit ihr, was sie wollen. Das war das Schlimmste, dieser Gedanke. Ist der IS die einzige Kriegspartei, die den Frauen sowas antut? Nein, auch Soldaten des Regimes tun das. Sie brauchen auch keine Versklavung als Ausrede. Sie vergewaltigen deine Frau vor dir und dann töten sie euch beide. Warum bist du eigentlich aus dem Yarmouk-Lager geflohen? Die Allgemeinsituation. Dort warst du nicht mehr sicher. Die Fassbomben des Regimes, sie zerstören ein Gebiet so groß wie diese Halle. Weißt du, mein Cousin wurde von dem Regime festgenommen und eingesperrt. 9 Monate lang haben wir keine Informationen über ihn erhalten. Dann erhielt seine Mutter, das heißt meine Tante, eine Aufforderung, ihren Sohn abzuholen. Sie dachte, sie würde ihn endlich wiedersehen. Doch im Gefängnis gab man ihr nur einen Umschlag mit seinen Papieren und seinen Autoschlüssel. Doch keine weiteren Informationen über seinen Verbleib. Nach langem Hin und Her und 1 Million Lira Bestechung erhielt sie den Bericht. Es stand drin, dass er 22 Tage nach Inhaftierung mit Schädeltrauma, Hirnblutung und beschädigter Wirbelsäule tot in ein Krankenhaus geliefert und von dort in einem Massengrab begraben wurde. Mittlerweile war es 4 Uhr morgens, fast alle schliefen. Ein paar Helfer räumten die Stühle auf die Tische. Ich schaute Ahmed zu, wie er schweigend eine Zigarette rauchte und fühlte mich leer. Ja, vielen Dank. Bevor du nochmal den Schluss gebe ich dir dann wieder. Und jetzt würde ich aber trotzdem, jetzt müssen wir schauen, wie wir den Schritt finden, an Alex nochmal übergeben. Was sozusagen geplant ist, ist eigentlich, also ja, ist nach wie vor eigentlich unfassbar, wie sozusagen seine Bedingungen dann sozusagen da eine neue Rechte entsteht, die diese Menschen wie Tiere am liebsten sehen würde. Und das ist hier, wo sie angekommen sind. Und deswegen glaube ich, ist schon nochmal die Frage, wie es da weitergehen soll. Auch hier sozusagen einen neuen Rassismus, der groß aufgestiegen ist im letzten Jahr, auch wie man denen entgegentreten kann, was sozusagen von der Kampagne Aufstehen gegen Rassismus da zu erwarten ist. Danke, Max. Ehrlich gesagt, fällt es mir sehr schwer, danach weiterzumachen, nachdem du es so erzählt hast. Ich habe das Gefühl, euch uns allen geht es ein bisschen gerade so. Mich hat es gerade sehr erschlagen. Und trotz jetzt 2 Jahren unterschiedlicher antifaschistischer, antirassistischer Arbeit, ist es jedes Mal ein, oh mein Gott, was passiert in diesem Lande eigentlich, dass man sowas verdrängen kann. Wie kann das eigentlich sein, oder? Das ist unmöglich. Wir haben jetzt heute ganz viel gehört. Wir haben über Initiativen gehört. Wir haben der Menschenrechtsorganisationen gehört. Wir haben gehört, wie der Aktivismus in Syrien funktioniert hat und immer noch funktioniert. Hoffe ich. Ja. Und wir haben ganz viel über Dokumentationsarbeit gehört, Aufklärungsarbeit. Und jetzt, wofür ich heute stehe, ist Bündnisarbeit. Zunächst mal ganz informativ. Ich bin fürs Bündnis Aufstehen gegen Rassismus hier. Das ist ein Bündnis, das eigentlich noch sehr jung ist. Und zwar haben wir uns, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, im April gegründet.
gab es in Frankfurt am Main eine Aktionskonferenz, auf der 700 Leute waren, bundesweit. Und da wurden eigentlich, so in meinen Augen, nachdem ich mir die Website durchgeschaut habe, drei Dinge grundlegend besprochen. Und zwar auf der einen Seite geht es darum, dass man als Bündnis wieder zeigt, oder antirassistisch halt sichtbar macht. Dass man zeigt, wie viele Bündnisse, wie viele Einzelpersonen, wie viele Künstlerinnen und Künstler, Kreative gibt es, die gegen Rassismus einstehen. Die gegen Rassismus in Form von Pegida, AfD und sonstigen Faschos und Nazis einstehen. Zum Zweiten geht es um Netzwerkarbeit und Raum schaffen für Pegida. Wir hatten heute, einige waren dabei, einen Workshop, wo das Thema Bündnis aufgegriffen wird. Vielleicht können sich einige erinnern. Es braucht Räume, wo die ganzen Organisationen, die es gibt, die heute hier vertreten sind, die bundesweit da sind, dass diese begegnen können und schauen können, wie können wir gemeinsam auf Bundesebene gegen diesen Rassismus vorgehen. Und zum Dritten wurde Aufklärungsarbeit besprochen. Und darauf werde ich später nochmal genauer eingehen. Es geht nämlich um Stammtischkämpferinnenausbildung, also wie kann ich mich eigentlich gegen Rechte in meinem Umfeld wehren. Wieso Stammtischkämpferinnenausbildung? Da möchte ich einen Menschen zitieren, den ich eigentlich so am meisten verachte, und zwar Björn Höcke. Er sagt nämlich, ich zitiere ihn damit, wir müssen auf die Straße und aufklären, aufklären, aufklären. So, was heißt das eigentlich? Also was möchte Höcke damit erreichen? Es gibt in der AfD, in dieser beknackten Partei, eigentlich zwei Stränge der politischen Arbeit, die man sich so rausbilden kann. Es gibt die parlamentarische Arbeit, also der kürzeste Weg zum Bundestag. So, wie können wir den erreichen? Und es gibt, und das ist Höckes Feld, der Kampf um die Deutungshoheit in Deutschland. Er möchte den Diskurs zu Themen wie Nationalität, Deutschsein, Herkunft, die Bedeutung von Rassismus und Sexismus, die möchte er nach rechts verschieben. Er möchte es möglich machen, dass man wieder offen darüber reden kann, Asylrecht abzuschaffen, Gleichstellung abzuschaffen und das Deutschsein zu verherrlichen, wo es nur geht. So, und genau diesen Diskurs, genau diese Deutungshoheit, da müssen wir der ganzen Sache entgegentreten und das entmachten. Wir müssen wieder einen Diskurs haben, der sich der linke Position und Perspektiven annimmt, der humanistisch ist, der für Menschenrechte ist, der auch Nationen in Frage stellen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Und dafür ist diese Stammtischkämpferinnenausbildung da. Wir möchten Leuten bis zur Bundestagswahl 2017, korrekt? Ich muss mal wieder mal checken, 10.000 Stammtischkämpferinnen ausbilden. Das sind Leute, die in ihrem Umfeld, also da, wo diese rechten Parolen sich entfalten und Wirkung zeigen, da müssen sie eingreifen. Da muss ich ja so vorstellen, wenn ein Höcke es erreichen kann, dass wir glauben, das Boot ist voll, dann hat er die Wahl gewonnen. Wir müssen erreichen, dass die Leute sagen, Quatsch, das Boot ist nicht voll. Es ist ein Luxusliner. Da haben wir genug Platz. Stammtischkämpferinnen müssen die Werkzeuge in die Hand kriegen, rechten Parolen in ihrem Umfeld entgegenzutreten. Und jetzt habt ihr gefragt. Wir haben als Bündnis Aufstehen gegen Rassismus, planen wir in München am 30. und 31. Juli, könnte ich schon mal in euren Kalender reinschreiben, eine Aktionskonferenz, also Regionalkonferenz. Am 30. ist so der Infoteil, seid ihr natürlich sehr willkommen. Am 31. ist die Ausbildung der Stammtischkämpferin, und zwar der Teamerin. Ihr könnt euch dazu ausbilden lassen, selbst diese Workshops zu führen. Ihr lernt, wie man diesen Parolen entgegentritt, welche Parolen es gibt, wie man die entwaffnen kann und wie man das selber Leuten weitergibt. Damit wir diese Zahl von 10.000 Stammtischkämpferinnen erreichen, die rechten Parolen entgegentreten, und zwar überall, wo sie nur können, brauchen wir Mithilfe von allen Leuten, die heute hier sind, die ihr kennt, denen ihr weitererzählen wollt.
Wenn ihr Lust habt drauf, ich hoffe, ihr alle haben Lust drauf, könnt ihr euch gerne an Maxal hier wenden oder an Josh hier wenden, der ist aus Passau direkt, oder ihr könnt auch gerne zu mir kommen. Ich hoffe, dass wir alle zusammen das Ding reißen werden, dass wir es nicht zulassen, dass die AfD oder andere Rassisten oder Rassistinnen irgendwo noch weiter Boden gewinnen können und dass wir sie dahin befördern können, wo sie hingehören, zwar noch 1933, aber das ist längst vorbei. Ja, Alex, wenn ich dich noch kurz ergänzen darf, es ging mir natürlich ganz genauso und vielleicht habt ihr es vorher auch gemerkt, es gibt einige Szenen in der Vergangenheit, über die es mir schwerfällt zu sprechen, teilweise sogar daran zu denken überhaupt nur. Ich denke, wir alle, die wir für eine freie Gesellschaft einstehen, haben oftmals das Gefühl, ebenfalls das Gefühl einer Bedrohung oder einer negativen Veränderung, wo wir kämpfen müssen. Und ich halte das für extrem gefährlich, wenn man einem solchen Gefühl den Raum gibt. Wenn wir diesen Kampf, und es ist ein Kampf, wenn wir diesen Kampf gewinnen wollen, dann müssen wir auch ein Gefühl entgegensetzen. Und dieses Gefühl, das ist die Verinnerlichung dessen, dass Migration nicht etwas ist, was wir gestalten können. Migration ist etwas, was immer schon geschah und auch immer geschehen wird. Es wird passieren. Diese ganzen Parolen, die hier passieren, denen kann man jetzt auf der Sachebene entgegentreten. Was ich damit nur sagen möchte, wenn man gefühlsmäßig zur Kenntnis nimmt, dass diese mit einer Migration einhergehenden Veränderung der Gesellschaft passiert und sie ist völlig normal im Sinne von unvermeidlich, dann habe ich zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder versuche ich krampfhaft mich festzuhalten, das ist urmenschlich, oder ich bemühe mich auch gefühlsmäßig offen zu sein und zu sagen, wir sind doch eigentlich aufgewachsen und sozialisiert in einer westlichen Welt, teilweise durch sehr starken amerikanischen Einfluss mit dem amerikanischen Traum, also das Neue anpacken, Probleme als Herausforderung annehmen und daraus eine bessere Welt für alle machen. Also ich sage es jetzt mal so plakativ, wie das ist. Und wenn ich dieses Gefühl hernehme und sage, die Menschen, die zu uns kommen, die kommen halt, das bewerte ich überhaupt nicht, weil es sowieso unvermeidlich ist, aber ich verstehe diesen Zuwachs als eine Bereicherung und als eine Chance, aus der Gesellschaft was zu machen. Und aus einer solchen emotionalen Grundhaltung heraus rede ich mit Menschen, die das emotional anders sehen. Dann habe ich, glaube ich, viel mehr erreicht, als wenn ich das rein auf der argumentativen Ebene versuche, wo die Leute sowieso nicht zugänglich sind. Aufstehen gegen Rassismus. Ein, zwei Sätze. Also unter www.aufstehen gegen Rassismus, da findet ihr die Webseite und ihr könnt auch einen Aufruf unterzeichnen und eure Postleitzahlen angeben. Weil wir bauen ja regional das auf und dann können wir euch erreichen, wenn ihr eine E-Mail-Adresse angibt. Und zeitgleich geht jetzt unser neues Tool online, das ist Deutschlandkarte. Da können dann alle Gruppen und so eintragen, wenn eben gegen die AfD protestiert wird oder wenn eine Stammtischkämpferin-Schulung stattfindet. Oder wir wollen auch selber Stammtische machen, wo Leute dazukommen. Und dieses Tool zeigt euch dann auf der Karte, wo das in eurer Nähe ist. Schaut einfach mal auf die Webseite und unterschreibt den Aufruf, und dann tun wir uns hier in Passau einfacher, nach der Sommerpause die Regionalgruppe zu gründen. Und kommt eine Konferenz. Ja, ich möchte nochmal Karin und dann nochmal dieses Wort geben und dann können wir nochmal ein paar Fragen sammeln, aber wir sind leider in der Zeit ziemlich knapp, weil wir wollten eigentlich echt pünktlich aufhören. Okay. Lass ich eine kurze Sache weg. Das ist jetzt, die nächsten beiden sind auch aus Dornach und sind vom Tag 7 und einer Tag 16 wieder zwei Begegnungen. Zwei Syrer halten sich im Bereich der Essensausgabe auf. Der eine ist sehr klein und extrem muskulös. Ich vermute, dass er Bodybuilder ist. Der andere ist relativ jung. Bei ihm fällt mir nur das Kreuz an seinem Hals auf. Ich frage die beiden, ob ich ihnen helfen kann. Doch sie ignorieren mich und haben nur Augen für eine blonde Helferin. Sie gehen zu der Helferin und bieten grinsend und mit großen Augen an zu helfen. Als ich später wiederkam, trug der jüngere Mann fleißig Kisten durch die Gegend, während der Muskelmann mit dem Staubsauger die Gänge reinigte.
Nächste Begegnung, Tag 16. Während ich mich in der Essensaufgabe aufhalte, kommt ein Junge. Also ich halte mich sehr oft in der Essensaufgabe auf. Also stimmt nicht. Während ich mich in der Essensausgabe aufhalte, kommt ein junger Mann auf mich zu. Er fragt mich, ob er ein paar Minuten mit mir reden kann. Wir gehen in eine ruhige Ecke und er erklärt mir sein Problem. Bruder, ich bin in einer Zwickmühle. Ich weiß nicht mehr weiter. Und wenn du mir weiterhelfen kannst, wäre ich dir wirklich sehr dankbar. Worum geht es denn? Wie kann ich dir weiterhelfen, frage ich. Mir wurde in der Notunterkunft in Österreich mein Handy geklaut. Es wurde mir von dem Dolmetscher geklaut. Ich konnte mich nicht einmal beschweren, weil er der einzige Dolmetscher war. All meine Telefonnummern und Kontakte sind weg. Ich bin auf dem Weg zu meinem Bruder nach Schweden. Aber auch seine Nummern habe ich nicht mehr. Alles, was ich habe, ist eine Festnetznummer in Alleririe, die ich auswendig kann. Kannst du mir sagen, von wo ich diese anrufen kann? Ich überlege einen Augenblick und sage dann, okay, ich gebe dir mein Handy. Du machst aber kurz, eine Minute, mehr nicht. Ich habe ans Geld gedacht, das war toll. Er bedankt sich und schlägt vor, mich zu bezahlen. Ich lehne ab. Er sagt, Menschen wie du sind selten. Ich sage, nein, du irrst dich. Schau dir all die Menschen in den gelben Westen an. Sie sind alle freiwillige Helfer. Sie gehören weder der Regierung noch einer Organisation an. Sie sind freiwillig und ohne Bezahlung hier. Viele von ihnen kommen fast jeden Tag für mehrere Stunden. Er schaut sich um und sagt in Gedanken versunken, ist es möglich, dass die Welt doch noch nicht so kaputt ist? Er schreibt mir die Nummer auf, ohne Landeswahl und ohne Vorwahl, in arabisch-indischen Zahlen. Ich übersetze die Zahlen erst ins moderne Arabische und suche dann im Internet nach den Vor- und Landeswahlen. Als wir anrufen, ist die Leitung belegt. Es ist 1 Uhr in der Früh. Um diese Zahlen telefoniert normalerweise niemand bei ihm. Er macht sich Sorgen. Ich kann nicht weiterhelfen. Vielen Dank. Vielen Dank ans Podium schon mal. Ich würde jetzt euch gleich mal, wer noch Fragen und Beiträge hat, würde ich mal eine Runde machen und dann, dass wir nochmal antworten können und dann, dass wir rechtzeitig aufhören, weil Uca noch zum Zug muss und die anderen Referenten noch das Sonnenball runtergeht. Gibt es was zu essen? Nee, ich bin ja auf Reise, deshalb habe ich heute nicht. Ich kann sie gerne fahren. Okay, danke. Ich wollte den Christian nochmal ergänzen, wie das in Passau war. In Passau die Situation ja schon länger angespannt, anfangs erst mit den unbegleiteten Flüchtlingen als Grenzstadt. Da hat dann aber unser Bürgermeister auch gut gestritten mit der Landesregierung und natürlich mit den ganzen Schleusern. Und es hat sich dann schon, noch bevor die Grenzen aufgemacht wurden, gab es Leute, die nachts unterwegs waren und die ankommenden Menschen versorgt haben. Wir waren dann, wie die auch die Welt nach München geschaut hat, schon am Bahnhof, haben dort Arbeit geleistet, gearbeitet und hin und her. Haben aber langsam gesehen, es wird nicht mehr funktionieren. Und dann kam diese Bürgerversammlung. Ja, da kam diese Bürgerversammlung, da waren Leute vom Krisenstab da und die haben dann gesehen, dass die total die falschen Informationen von der Bundespolizei für die Leute gekommen sind. Die haben dann aufgeklärt, dann haben sie mal versucht, mit Feuerwehr und so die Hilfe zu leisten und am nächsten und dann wollten sie uns nicht mehr hinlassen. Wann war das? Das war. Ich glaube, am vierten Tag nach der Grenzöffnung, vierter, fünfter Tag, ich weiß nicht, wann das war. Das am Anfang, Ende September? So um den 20. September rum. 20. September, ja, genau. Und dann war diese Bürgerversammlung, dann haben sie das gesehen und so ging es los. Aber was ich einfach nochmal sagen wollte, wir hatten Situationen, da wurden an 3 Grenzübergängen, aber mit Wärmebildkamera hat man gesehen, dass Menschen kommen, 100, 200 Menschen, die wurden dann eingesammelt. Und einfach vom Stadttheater abgeladen am Spielplatz. Die Bundespolizei hatte keine Wärmebusse, keine Decken, gar nichts.
Die Leute mussten stundenlang sein. Dann haben wir am Bahnhof gearbeitet und haben an den Grenzübergängen das gemacht, haben Wohnmobile organisiert, haben da gekocht und Decken hängen wir noch. Und da hat man dann schon gesehen, dass die kleinen Polizisten, ja, die sind dann gekommen, kannst du nicht bitte bei der Stadt irgendwas machen, dass die am Bus kommen, dass wir die irgendwo hinkriegen. Wir hatten Situationen, es waren keine Räumlichkeiten von der Bundespolizei, weil die waren im THW, das war menschenunwürdig, was so war. Und so haben wir das alles aufgebaut. Und wenn wir nicht schon vorher angefangen hätten und die Passau auch schon sensibilisiert waren, weil du jeden Morgen hast du um 4 Uhr, 5 Uhr morgens 30, 40 Leute von aller Seiten reinkommen sehen nach Passau. Wenn wir da nicht schon vorbereitet und früh angefangen hätten und die Stadt, diese Bürgerversammlung, die wo mit 30 Leuten hat man gerechnet und dann waren wir 200 Leuten, dann wäre es nämlich zur humanitären Katastrophe gekommen, als der Bahnhof in München dicht gemacht wurde. Weil wir nicht die Kapazitäten gehabt hätten, irgendwas zu machen, unser Bahnhof war eine Baustelle. Also dieses, ich wollte es einfach nur noch mal sagen, dieses Dichtmachen von dem Münchner Bahnhof, das war, tut mir leid, wenn ich es so sage, das war skrupellos, weil Passau einfach die gar nicht gehabt hätte und es konnte nur verhindert werden, weil die Bevölkerung hier so gearbeitet hat und weil die kleinen, also die kleinen Polizisten, die unteren Ränge der Polizei, die hier die Leute gesehen haben, uns um Hilfe gebeten haben. Also, und wir haben lange gekämpft, dass der Bahnhof in München wieder aufgemacht worden ist und uns wurde dann aber auch bewusst, man will diesen Bahnhof nach dem Oktoberfest gar nicht mehr aufmachen. Das waren wir in Dornach, also in München gesehen, weil wir waren die ganze Zeit, hatten eine Unterkunft mit über fast 2000 Betten, ja, die leer war. Und wir saßen bis lange nach dem Oktoberfest, anfangs war das der Vorwand des Oktoberfests und dann war das alles leer. Und wir hatten ich glaube 2000 Betten waren in dem einen und dann war noch ein anderes Haus, was leer war. Und wir hatten nicht bekommen, also wir haben nur darauf gewartet, also auf einen Anruf, Busse kommen. Dann wären hunderte Helfer dort. Wir hatten Leute, die hätten über Nacht am Bahnhof bleiben müssen oder an dem Spielplatz und die Betten waren da frei. Und wir haben halt einfach gesehen, das war aber eine bewusste Entscheidung. Ja, weil man wollte ab da anfangen, das Bild der überforderten Helferinnen und Helfer zu zeichnen und eben der Katastrophe und den Grenzübergängen. Also vielleicht stellst du mal dazu. Wir hatten einen Vorsprung, Passau verbindet hat sich gegründet, die Dekahallen kommen und die Passauer Bevölkerung hat die Hallen betreut und den Bahnhof und die Grenzübergänge. Und ich finde es einfach immer noch skrupellos, dass man damals einfach diese die Züge einfach nach Passau geschickt hat und einfach München den Bahnhof mit seinen Kapazitäten zugemacht hat. Das ist eine der unmenschlichsten Entscheidungen gewesen, wo ich in dieser Phase erlebt habe. Was interessant war, Entschuldigung, zu diesem Punkt ist, dass wir in München irgendwann, also auch das, was du sagst, dass eben das eine Entscheidung war, dass die Helfer angefangen haben, nachher bei den Medien anzurufen und Druck zu machen. Und dann irgendwann auch in der Süddeutschen Zeitung da Artikel erschienen, wo es hieß, ja, das ist eine Inszenierung, in München ist alles frei und so weiter. Genau, da kam dann das ZDF, da haben wir mir ein Interview gegeben. Was ich, wenn ich hier noch ergänzen darf, und zwar der mediale Aspekt, das ist richtig. Wir hatten mehrfach auch Medienanfragen, wo schon die Linie der Geschichte vollkommen vorgegeben war. Also wo es nicht darum ging, dass man sagt, wir möchten jetzt mal über eine Familie berichten, was auch immer, sondern wo ganz klar gesagt wurde, wir hätten gerne mal, wie ist denn das hier mit den überforderten Helfern, wo könnte man da? Und dann gingen die Reaktionen von schaut mal bitte hier hin, dann haben wir den Bericht komplett umgedreht, das haben wir einmal in der Tagesschau so gemacht. Bis hin zu, Entschuldigung, fick euch. Also wir haben diese Spielchen einfach nicht mitgemacht. Da haben die Medien eine eigene gestaltende Rolle zum Teil mitspielen wollen. Aber hier in Passau hat es, das war nicht nur bei uns, sondern das war auch bei anderen Gruppen, weil so hat es überhaupt nicht funktioniert. Aber man konnte eben von den Helfern auch andersrum die Medien in die Richtung pushen. Man konnte, ja. Das war möglich. Ich hatte selbst auch einmal bei der SZ da einen Artikel angeschoben. Nein, ich wusste nur, ob Münchner hat zu diesem Zeitpunkt auch als Drehkreuz fungiert, wo er, glaube ich, weitgeleitet nach Nürnberg geführt wurde, wo ebenfalls leer war. Also bei uns war das, in Dornach war es so, oder auch in Messestadt, dass die Leute angekommen sind, 3 Tage geblieben und weiter. Wir hatten eher ein Drehkreuz, das war aber auch okay aus meiner Sicht, weil es kamen so viele an, dass wir die einfach verteilen mussten. Ich war auch einmal am Hauptbahnhof in München. Es war dann so, wir haben, also dann, so wie ich es verstanden habe, es kam eine Zusage aus irgendeinem Land, wo es hieß, okay, wir nehmen 1000 Leute auf
und dann kam ein Zug, ein Nachtzug, ein Sonderzug, wo dann 1000 Leute abgezählt wurden, reingesetzt und die sind dann nach Nordrhein-Westfalen oder irgendwo oder nach Düsseldorf oder irgendwo hingebracht worden. Weil einfach, es waren am Anfang wirklich sehr viele Leute. Wir hatten am einem Wochenende, glaube ich, 40.000 Flüchtlinge, die hier in München angekommen sind und die wir irgendwie weiterverteilen mussten. Wir haben in dieser Zeit war es einfach nur so, dass wir sie erst versorgt haben, das heißt Essen, dass sie etwas zu essen haben, dass sie die erste Nacht irgendwo unter, also nicht im freien Himmel schlafen mussten und dass sie medizinisch erst versorgt wurden und dann irgendwo weiterhin geschickt. Ja. Ich habe bitte an Herrn Apullo. Können Sie nicht auf Ihre Sponsoren einwirken, dass die mir Medienpräsenz zeigen, wie sie zu Flüchtlingen stehen? Wir haben in Deutschland mittlerweile oder seit einigen Jahren schon nicht erst seit dem Krieg in Syrien ein Demokratieproblem. Das heißt, die Parteien, egal welche, machen eigentlich nur noch Sachen, wenn sie wissen, okay, bringt uns mehr Stimmen. Beziehungsweise machen Sachen nicht, weil sie ihnen Stimmen kosten. Ich sehe nur noch Möglichkeit von der Wirtschaft raus, dass die Wirtschaft einfach sagt, dass sich die hinstellt und sagt, okay, das ist in Ordnung, wir wollen das, Deutschland braucht das. Und die Sponsoren wären eigentlich die erste Ansprechpartner, dass man sagt, geht bitte mehr in den Medien raus und die haben auch die Kontakte. Welche Sponsoren meinen Sie jetzt? Die bayerische Flüchtlingsrat unterstützen bzw. Projekte von Ihnen. Sie haben ja vorher etwas gesagt, Sie arbeiten auf 1000 Mitglieder hin, ja. Die Sie unterstützen. Ja, wir wollen oder wir stimmen eine Mitgliederzahl vor der Mitgliederzahl von 1000. Das sind Privatleute? Das sind Privatleute, das sind keine Firmen. Das sind Einzelne. Das ist ein Förderverein. Und das sind die Leute, die zahlen ja jährlich Förderbeiträge. So. Mhm. Und das ist unsere Hauptforderung, was wir haben. Ich dachte, das wäre sowas wie die Robert-Boss-Stiftungen, dass sie dann hier. Genau, das sind projektverbundene Forderungen, aber zum Beispiel in Flüchtlingsrat hat keiner eine Vorstellung. Ja? Und bei diesen Projektforderungen, es ist nicht 100% finanziert. Wir müssen zum Beispiel teilweise 25% selber aufkommen und dann der Rest. Es ist jetzt nicht so. Ja, deswegen stimmen wir ja dann diese, weil die Fördermitgliedschaft sind unsere Basis, sage ich mal so. Basisforderungen. Ja, okay. Jetzt gerade keine Meldung, ja? Das soll auch, ich glaube, dass die Eindrücke ja doch auch noch ganz schön wirken. Du musst mich doch nur melden. Ich will trotzdem. Kurzer Aufruf, Entschuldigung. Einen kurzen Aufruf. 18. also nächste Woche, Samstag, 14 Uhr, Deckendorf, plant die AfD eine Kundgebung mit Höcke und um 14 Uhr ist am unteren Stadtplatz in Deckendorf die Gegenkundgebung. Kommt alle vorbei und nimmt viele Leute mit, weil Deckendorf ist noch ganz, ganz schwierig, viel Protest auf die Beine zu stellen. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei euch. Ich habe, wie gesagt, wir haben den ganzen Tag ja miteinander verbracht. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Podiumsteilnehmern. Also es war wirklich, ich finde es eindrücklich und genau, vielen Dank vor allem auch nochmal an den David, der das Ganze hier vor Ort organisiert hat. Und der da wirklich viel investiert hat und viel sich engagiert hat. Und an den Josch, der hier auch vor Ort viel gemacht hat. Ich denke mal, dass wir uns wieder sehen werden. Und es wurden jetzt haufenweise Termine genannt, wo sich sozusagen da auch weiter was entwickeln wird. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, jetzt in den Feierabend zu gehen. Ich habe noch zwei, also organisatorisch, ich habe da so Auswertungsbogen, die wir für die Evaluation, wie das so schön heißt, gerne, wenn wir nicht daraus ausführen können, freue ich mich drüber, das ist kein
Genau, sonst gibt es draußen noch ein bisschen Hummus und Brot und ein paar Getränke, die noch vernichtet werden müssen. Und danke schön.